Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben hier dieses komische Ding betätigt. Und nun liegen wir noch hier oben, wenn wir es hinkriegen. Gut, bisher höre ich noch die ganz normalen Geräusche. Sehr schön. Ich hoffe, das bleibt so. Wir gehen jetzt als erstes mal in diese Tür hier rein. Wow. So. Oh, jetzt drückt mir die Daumen, dass hier kein Soundpack ist. Bisher nicht. Hier sieht so ekelhaft aus. Okay. Hier ist kein Soundtrack. Das ist sehr gut. Hallo. Okay. Jetzt. Einmal dahin schieben. Wir haben es jetzt einmal hier ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das ist das Kistenrätsel Nummer 10. So. Okay, du bist so ein Eck. Das heißt, du kommst auf die andere Seite hier. So. Das sind nämlich Rohre, die hier rein müssen. Das war schon mal richtig. Dann einfach mal du. So, und hier kommen die komischen Spinnenviecher wieder zurück. Die Frage ist nur, wann. Müsste eigentlich gleich der Fall sein. So, die waren schon mal richtig. Das hier ist es immer, wenn die auf den Kisten landen. Also eigentlich ist es nicht lustig, aber man erschreckt sich immer gerne. Nein. Ich hab da losgelassen. So. Nein. Ah, sie kommt zeitweise auch noch wieder. Das ätzend. Thank you.
So. Perfekt. So. Jetzt hätten wir rein theoretisch noch ein bisschen Zeit. Aber wir sind zum Glück ja eh fertig. Sobald das Ding da drin ist. So, die Dingerchen werden gleich noch wichtig. Ich bete, dass wir das alles in der Zeit schaffen. Gehen wir wieder in die Welt. Einmal raus. Die Glocke wird auch noch wichtig. Bärchen. Das sind übrigens diese Menschen, die Vampire anbeten. Immer wieder lustig mit denen. Sind aber im Großen und Ganzen sehr harmlos. Öhrchen. Ja, komm. Hallo. Jetzt. Hallo. Okay. Und rein mit dir. Das lief jetzt sehr mehr schlecht als recht. Gut, das ist eine Gerade. Die muss da tatsächlich rein. Muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Also, wann ich abgeholt werde. Okay. Gut. Ich. Ja, 40 Minuten habe ich noch ungefähr. Besser. Gut. Hier haben wir so ein rundes. Also, nein, nicht du. Mann, eigentlich das Ding hier. Was da noch perfekt auf die Seite passt. So. Hier müsste jetzt eigentlich auch perfekt auf die andere Seite passen. Tut es. Ich glaube, das war das Ding, was wir eben aus Versehen umgedreht haben. So. Ist drin.
jetzt nur noch das Ding hier. Und dann noch die letzte Kiste. Hör auf. Okay. Komm her. Okay, dieser Run passt auf jeden Fall besser. Oder klappt besser als die allererste Aufnahme, die ich gemacht habe mit der Steam-Version. Die war ja verbuggt. Ich trotzte nur von Bugs. In dem Punkt bin ich echt froh, dass ich nochmal neu aufgenommen habe. Mist. So. Jetzt. So. Und das nächste Ding geht kaputt. So, natürlich speichere ich das hier erstmal noch. Das macht es mir dann nämlich einfacher. Weil falls ich dann nämlich gleich den Part beenden oder die Parts beenden muss, die Aufnahmen, kann ich dann wenigstens, oder muss ich das dann wieder normal machen. Jetzt kommt etwas minimal Nerviges. Scheiße. Doch, hat noch geklappt. Beim letzten Mal habe ich drei Anläufe gebraucht, weil, wie gesagt, der Soundbug. Man hat den Schlag gehört, aber man hat halt nicht mehr gehört, wie diese Glocke oder noch weiter geschellt hat. Das heißt, ich wusste nicht mehr, wie viel Zeit ich noch habe. Ähnlich wie eben, aber hier sind die Soundeffekte relativ leise. Also die, die halt jetzt so nebenbei passieren. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum habe ich das hier gemacht? Aus einem ganz einfachen Grund. Damit das Ding offen bleibt. Oder damit wir hier überhaupt wegkommen. Denn sonst bleibt diese Tür nämlich nicht offen. So. Jetzt will ich einmal kurz zurück. Jetzt bleibt das Ding nämlich offen. Der hat mich zum Glück nicht gekriegt. Und jetzt holen wir uns ein extra. Was jetzt nämlich mehr Sinn macht als vorher. Sachen. Sachen. Und zwar dadurch, dass ich halt die anderen Lebensdinger geholt habe. Denn hier kriegen wir auch noch ein Lebensteil.
Aber nur, wenn wir im Austausch ein Kistenrätsel machen. Das Gute hierbei ist, dass die Kisten oder dass es hier keine Vampire gibt hier drin. Man hört sie hier nur, aber die kommen nicht rein. Wenn es keinen Bug gibt. Ja, genau das meine ich. Die kommen einfach nicht rein. Richtig. Und das hier. Ist so niedlich, wie sie versuchen, hier reinzukommen. Kommst noch du? Frage ist, doch, hier bleibe ich da hinten. So, gebe ich erstmal hier hin. Ich glaube, das ist jetzt aber noch nicht mal das nervigste Kistenrätsel. Gibt eins, das ist, glaube ich, noch schlimmer. Sagen wir einfach mal, das hier ist frustrierend. Oder zumindest wundert man sich anfangs. Weil nämlich hier noch so viele Löcher offen sind. Du kannst da durchgreifen, wie du willst. Du kommst da nicht durch. Ich gebe jetzt aber einmal einen Schritt hier zurück. Nicht, dass die mich dadurch doch erwischen. So. Und man denkt sich hier, ach ja, das war's ja mit Kisten. Hm. So viel dazu. So viel dazu, das war's ja mit Kisten. Oh. Gut, das hier ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich schiebe ich einmal kurz nach da. Hier. Das ist zumindest schon mal richtig. Und hier kommt das rein. So. Das wollte ich eigentlich nicht bezwecken. Hallo. Quasi. Was bist du denn da? So, aber jetzt. Und einmal noch.
Du kommst hier nicht rein. Das kannst du knicken. Auch einmal drehen. Und reinschieben. Ich bin immer froh, wenn ich diese Rätsel hinter mir habe. Ich glaube, das mit den Kistenrätseln ist auch nur hier so schlimm. Oder so vermehrt, sagen wir es mal. Oh. Hallo. Jetzt. Kommen wir durch. Hallo. Jetzt. Also auf der spektralen Ebene haben wir immer gleich viel Leben. Nur so als Info. Aber wenn wir jetzt hier sind, haben wir mehr. Speichere ich noch einmal. So. Nun will ich eigentlich einfach nur... Okay, nicht hier runter. Ich einfach nur hier hoch. Hier ist irgendwo auch noch eine Spinne, glaube ich. Nein. So. Okay. Ich hatte mich übrigens bei der letzten Aufnahme gefreut, dass der Sound wieder ging. Aber das war auch nur teilweise. War nur teilweise der Fall. Zumindest war hier nicht alles kaputt. Aua. Ich könnte jetzt auch... So. Dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Kriegen wir zwar unseren Soulreaver nicht wieder, aber... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ging das nochmal? Das war falsch. Das war richtig. Das Ganze müssen wir auf der anderen Seite auch nochmal machen. Ich hab gerade irgendwas in der Nase.